willkommen. Ja, ich sitze in einem Audi R8, nicht im Porsche, nicht im RS3. Ja, irgendwie ist die ganze Familie etwas autobegeistert und deswegen nicht, dass irgendwie der Gedanke aufkäme, ich bin ein Autohandel oder so. Nein. Ja, wir arbeiten viel und letztendlich mögen wir Autos. Ja, jeder hat irgendein Hobby und dafür, wo er sein Geld ausgibt. Genau. Warum ich jetzt im R8 sitze? Übrigens, ein Spider. Vielleicht können wir ja das Dach noch aufmachen. Es ist vielversprechend heute schon mal mit Sonne und keinem Regen. Genau. Nämlich, er geht zurück. Und es kommt dann nächste Woche der neue R8 und es bietet sich jetzt einfach an, weil wir es gut verbinden können mit einer anderen Einladung, wo ich Content machen soll, wo ich Creator sein darf bei Audi. Und deswegen haben wir gesagt, verbinden wir das doch jetzt ganz einfach. Wird doch schön. Genau. Zum Auto selber, also ja, Audi R8, eine Legende meiner Meinung nach. Und ich finde es auch sowas von schade, dass er nicht weiter produziert wird. Ich hoffe fest, dass es da irgendeinen coolen Nachfolger in Zukunft geben wird. Elektrisch oder nicht, egal, aber ja, Hauptsache irgendwie sowas Cooles muss bei Audi, finde ich, schon im Produktportfolio vorhanden sein. Ja, dieses gute Stück hier ist kein Quattro, es ist ein Heckantrieb. RWD heißt es bei Audi. Und er hat 570 PS, weil es der Performance davon ist. Und natürlich 10 Zylinder. Motor ist schön hinter uns. Also richtig, richtig cool. Vor allem, wenn man dann das Dach aufmacht, wie man das hört. Oder was auch ganz cool ist, was das Spider hat und das Coupé zum Beispiel nicht, ist hinten noch so eine Scheibe, die man runter machen kann. Ich mache das dann irgendwann. Könnt ihr mal runter machen. Ob man es durchs Windschutz sieht? Ich denke mal schon. Und dann hat man gleich noch ein bisschen Motorsound extra. Es ist einfach cool. Also wenn es nicht regnet, kann man das auf jeden Fall runter machen. Also es regnet auch nicht rein, aber naja, durch die Luftfeuchte muss das ja nicht unbedingt sein. Und ja, ich mache es jetzt nur wieder zu, weil sonst hört man mich vielleicht nicht so ganz so toll. Ja, und es ist ein wunderschönes Auto. Ich hatte selber auch mal kurzzeitig einen. Dann ist mir leider einer auf der Autobahn im Stop and Go kurz vorm Stau ins Heck reingefahren. Das war ein bisschen größerer Schaden. Dann hatte ich ihn leider, was kann nicht, gute 2 Monate. Das war ziemlich traurig. Aber ich, ja, liebe dieses Modell. Auch Spider ist mega, mega cool. Passt zu diesem Fahrzeug wie die Faust aufs Auge. Und wir können ja auch mal Gas geben. Herrlich, wenn man in der Früh unterwegs ist, ist gleich die Autobahn leer. Ja, und ja, und das ganze Gefühl, was dieses Auto einem vermittelt, also von der Steifigkeit, Festigkeit, trotz dass es jetzt ein Spider ist und kein Coupé, also ist mega. Ich war mit ihm hier sogar auf der Girls on the Road Tour, nämlich in der Schweiz. Und gut, da hat es nur geregnet, ich konnte das Dach kein einziges Mal aufmachen, aber das war letztendlich auch eine richtig coole Erfahrung. Macht viel Spaß, mit dem Auto auch schön die Pässe zu fahren. Ja, irgendwo blutet einem schon das Herz, dass er jetzt zurückgeht, vor allem in dieser schönen Farbe in Vegas Gelb. Ich mag das, ich finde es schön, ist ein Eyecatcher, ist gleich so freundlich. Ja, die Jacke habe ich jetzt eigentlich unabhängig gekauft, die hatte ich schon vorher, aber es passt ja trotzdem ganz gut. Jetzt wird noch mein Porsche abgeholt, weil wir müssen ja von Ingolstadt auch wieder zurückkommen. Und ja, ich freue mich schon, im Konvoi zu fahren und ja, ich bin gespannt. Und du siehst natürlich Bilder. Bleib dran und viel Spaß! Ja, der Gute hat schon Dampf. Ja, jetzt nicht unter der Haube, aber hinten. Ja, es ist einfach nochmal was anderes, wenn man es jetzt mit RS3 vergleicht. Also klar, doppelt so viele Zylinder, 570 PS zu 400 PS. Klar, Motorkonzept ein ganz, ganz anderes, aber dieses Fahrgefühl im Vergleich zum RS3, das ist einfach der Wahnsinn. Man ist ja wirklich so
Alles ist auf einen ausgerichtet, so richtig sportlich. Man hat in der Mitte auch kein Display. Das ist am Anfang immer komisch, wenn man wirklich hier drinnen sitzt, weil man es gewohnt ist, dass hier was leuchtet. Also jetzt gar nicht von der Bedienung her, aber man ist es gewohnt, dass hier einfach was ist und leuchtet. Deswegen ist es immer eine Umstellung, wenn man dann wirklich hier im R8 wieder drinnen sitzt. Aber ja, man braucht es jetzt auch nicht. Man kann hier auch alles im Virtual Cockpit super bedienen und ist da gut aufgehoben. Ja, auch ganz cool die Funktion, dass es einfach bis 50 km/h funktioniert, das Dach aufzumachen. Also, 4 Grad, das habe ich jetzt gerade unterschätzt. Weil die Sonne so schön runterlacht und irgendwie habe ich jetzt auch meinen Schal vorne drinnen, aber naja, fürs Video. So, schon wieder fertig. Also wirklich cool, dass man das machen kann. Ist natürlich auch super praktisch, wenn es das Regnen anfängt, dann muss man nicht komplett stehen bleiben, sondern kann es wirklich unter der Fahrt auch schließen. Scheibe auch wieder hoch, das geht. Dann hat man gleich noch mehr Windschock. Ach, ist das herrlich. Ja, das ist schon cool, wenn man auch ein Cabrio hat und so in den Tag starten kann. Also das ist schon herrlich, muss ich sagen. Auch bei 4 Grad. Besseres Fahrgefühl vermitteln. Er ist wirklich viel, viel direkter und ja, also wirklich alles, was das Auto mir zurückgibt, der Porsche, fühlt sich irgendwie besser an. Woran ich mich natürlich auch gleich wieder erinnern muss, wenn ich dieses schöne Auto fahre, war letztes Jahr im Oktober die Audi Driving Experience Tour nach Südtirol. Das war auch richtig, richtig cool und zwar kann man das über Audi buchen. Ganz normal über die Driving Experience und da wird dann eine Tour gemacht, ab München war es bei uns. Die ging dann wirklich über Murnau, Österreich, dann weiter im Endeffekt ja nach Südtirol, Italien. Und das war richtig, richtig cool. Das waren 3 Tage pure Action. Also wirklich Freitag, Samstag, Sonntag. Und wir sind verschiedene Pässe gefahren, auch voll die sehr, sehr schönen Strecken zwischen den Dolomiten. Und das hat so viel Spaß gemacht. Es waren auch R8 Spider. Natürlich dann die großen Quattro mit, also ja, Quattro Performance. Und ja, das war richtig cool. Wir hatten dann wirklich auch noch im Oktober 20 Grad, konnten das Dach auch aufmachen. Es war herrlich und man hat sich um nichts kümmern müssen. Es wurde wirklich alles für einen gemacht. Es war alles durchgetaktet. Wo gibt es Mittagessen? Wo ist das Hotel? Es war auch immer das gleiche Hotel die 2 Nächte lang. Und von vorn bis hinten wirklich durchdacht. Coole Strecken. Also wenn jemand jetzt nicht selber irgendwie unbedingt da große Ambitionen hat, Routen zu planen, wie auch immer, und sich da auf irgendwas verlassen will, was gut gemacht ist, der kann zum Beispiel das bei Audi buchen. Das kann ich wärmstens empfehlen. Und das ist auch keine Werbung, sondern eigene Überzeugung, weil ich es wirklich tatsächlich selber erlebt habe und ja, nur das Beste darüber berichten kann. Und man sollte vielleicht auch schnell sein, weil wie gesagt, der gute R8 hier wird nicht mehr so lange gebaut. Ich weiß nicht, wie lange die das noch anbieten können mit R8. Dann wird es wahrscheinlich auch wegfallen und mit anderen Modellen dann stattfinden. Aber
Ich finde, das sollte man mit dem R8 auf jeden Fall erlebt haben, wenn man auf sowas Lust hat. Jetzt zeige ich mal noch von außen, wie cool das ausschaut, wenn ich das Dach während der Fahrt zumache. Schnell geht das und es ist einfach wirklich, wirklich cool. Wie gesagt, dass es unter der Fahrt funktioniert, finde ich sehr, sehr geil. Und ja, kann einen manchmal das Leben retten, wenn es regnen anfängt. Ja, wie bekannt steigt der Audi auch 2026 in die Formel 1 mit ein. Und ich hoffe fest, dass da doch noch irgendein Supercar von Audi kommt. Denn ich weiß nicht, irgendwie passt es dann doch nicht so ganz für mich zusammen, wenn man jetzt in die Formel 1 einsteigt. Verbrenner, krasse Autos, viel PS, viel Leistung, hohe Geschwindigkeiten. Und dann hat man irgendwo kein Supercar mehr. Also ich würde mich mega, mega freuen, wenn es in die Richtung von Audi wieder was gibt. Weil der R8, der wurde jetzt ja auch in den Böllinger Höfen immer gebaut und auch mit einer schönen Manufaktur zum Teil. Und der e-tron GT wird dort gebaut und ich hoffe einfach, ja, dass dann wieder was kommt, was man da auch schön anschauen kann, die Produktion. Das ist schon ein Highlight und das würde mich sehr, sehr freuen. Und es ist ja auch so mit dem ganzen Rennsport-Engagement, der R8 hier teilt sich ja auch die ganzen Teile letztendlich mit den Renn-R8s, die in DTM und ADAC GT Masters war das ja. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt heißt, ob es das noch gibt. Das hat sich ja alles verändert. Also ich bin noch ein Kind der A4 DTM, wie ich damit groß geworden wurde. Dann war es die A5 DTM und ja, alles ändert sich. Aber ja, wäre einfach super, super cool, wenn es da wieder was gäbe, wo man auch mitfiebern kann, wenn Audi da in der Rennserie mit dem R8 Nachfolger unterwegs ist. Und ja, klar ist Formel 1 mega cool, ich schaue es auch selber sehr gerne an und auch klar Drive to Survive. Ist mega, mega spannend, das dann im Nachgang nochmal die Saison anzuschauen. Aber eigentlich, ja, braucht man da schon noch ein Supercar. So, jetzt steige ich um in den Porsche und dann geht's im Konvoi nach Ingolstadt. Hier sieht man auch mal den Vergleich Porsche-Kofferraum zu R8-Kofferraum. Schon Wahnsinn, oder? Wie viel Platz hier ist, denkt man gar nicht, ne? Ja, das ist schon ein Unterschied wie Tag und Nacht, gell? Der R8 im Vergleich zum Porsche. Ist die gleiche Tasche, gell? Angekommen im schönen Ingolstadt. Die letzte Fahrt mit unserem schönen gelben R8 ist zu Ende gegangen. Die Fahrt war nochmal echt schön, obwohl die Autobahn recht voll war. Doch viele, die noch Richtung Süden zum Skifahren fahren. Ja,
Deswegen war einiges los, aber es hat trotzdem gut gepasst. Das Wetter hat auch gehalten und wir sind sogar ja, hier in Ingolstadt bei herrlichem Kaiserwetter, kann man sagen. Es ist frisch, es ist bestimmt nur 5 Grad. Ich habe jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr drauf geschaut. Aber ja, mega, mega cool und schön. Und mich erwartet jetzt hier noch ein kleiner Creators Day im Audi Museum. Da gibt es ein bisschen um die Geschichte von Audi und ums Thema Windschnittig. Also ich bin sehr gespannt. Da folgt ein separates YouTube-Video, wozu du herzlich eingeladen bist, das dann auch anzuschauen. Und ja, mich würde gerne interessieren, was deine Meinung so zum R8 ist, wie er gelungen ist, ob du selber schon mal Berührungspunkte mit ihm hattest und was deine Meinung ist, wie es in Zukunft ein bisschen weitergehen sollte, ob was kommen sollte von Audi in die Richtung oder nicht. Einfach deine Meinung würde mich sehr, sehr gerne interessieren. Damit herzlichen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Bye!